Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zu der diesjährigen DayZ Halloween-Folge. Auch in dieser Folge sind wir natürlich wieder auf dem Server Inferno unterwegs und wir haben für euch natürlich den Server etwas schick gemacht. Und eins sollte natürlich absolut klar sein, auch wenn ich einen Kürbis auf dem Kopf habe, hatten wir natürlich die ein oder anderen Fight. Wer auf wen? Ich weiß nicht. Und jetzt haben wir natürlich absolute Zombie-Action hier, by the way, liebe Leute. Da müssen wir natürlich erstmal ein bisschen aufräumen. Der ist hier drin. Patrick Kolo ist tot. Einer noch. Bist du das? Nein, ne? Und eins sollte natürlich absolut klar sein, auch wenn die Umgebung kalt, düster und grausam war, hatten wir trotzdem die ein oder andere nette Bekanntschaft. Warte mal kurz. Der zeigt seinen Arm. Guck mal, der zeigt einen Daumen nach oben. Happy Halloween, my friend. So it's Halloween time, you know, a week before Halloween starts. Und ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, ich schnapp mir meinen Kürbis unter den Arm und ihr lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's rein in das Video. Oh, Wölfe? Ich glaube, ihr seid in der Nähe von Wölfen, oder? Ja, das kann gut hinkommen, ich bin mitten im Wald. Sollen wir mal jemand die Wölfe vorbeischicken? So, liebe Leute, welcome to the Halloween Event. Alle, die hier am Start sind. Radiohaus wird Musik gespielt, die nicht GEMA-frei ist. Okay. Das müssen wir unterbinden. Da draußen boxt jemand Zombies. Das klingt nicht freundlich. Dem würde ich weniger vertrauen. Aber wir reden mit ihm. Dankeschön, dankeschön. Ach, Cortex, okay, du bist es. Cortex, Moment! Sorry, dass ich mich gegen Zombies wehren muss. Cortex, warte mal, komm mal her, ich hab noch eine AK für dich. Grab die mal hier. Da einfach reinspazieren und wir müssen Angst haben, die Kugel zu kriegen. Alles klar. Also ich lauf jetzt auch einfach mal rein. Jetzt guck mal halt mal, was passiert. Bam. Ach, dieser gute Teilzeitgott ist auch hier. Mein absoluter Feind. By the way, gleich eine Kugel. Moin. Nein, Spaß. Guten Abend. Na? Wer hat da die Granate gezündet? Wiesenmann! Du weißt genau, was passiert ist. Nein. Kannst du mir mal erklären? Nö! Jetzt alle plötzlich friendly hier, oder was ist los? Ja, bis auf Kasimir zum Beispiel. Alles klar, gleich mal hier in den Kopf. Wo ist er denn? Hello, my friends! Welcome to Komarovo! Die sind alle so hart gesprächig hier, ne? Rally. Ja, so gar nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Keiner redet. Ihr dürft ruhig reden. Das sind voll die geilen Soundeffekte hier. Wer kommt denn hier? Ja. Hey, wer ist denn das? Ach.
Alter, hier ist absolute Partystimmung. Liebe Leute, was geht hier ab? Alles klar, einmal in die Runde schießen. Brrr. Cortex, du machst das richtig schön. Schön den Kürbis nachher. Sieht aus, als ob er ein CE-Fehler hätte. By the way, er redet ja auch nicht mit uns. Er ist auch nicht sehr gesprächig. Ich habe gerade die Meldung bekommen, wir werden abgekämpft. Ja, mit Sicherheit, dachte ich mir schon. Hier draußen lauern Leute und gucken. Ihr macht es mal. Ich mach weiter Stimmung hier. By the way. Party hopp. Cortex. Guck mal, da liegt was vor dir auf dem Boden. Wenn du möchtest, darfst du auch mal ein bisschen Stimmung machen. Oder hier über den Intercom. Wie du willst. Ich wollte gerade sagen, ich gehe auch raus. Bisschen Rhythmus und Funk. Ach, kann man das absperren. Wir müssen halt aufpassen, wird halt echt abgekämpft. Der Sniper kam ziemlich gut an. Müsste okay. in dem Haus vorne rechts hier an der Straße sein. Wenn er überhaupt noch da ist. Was ist denn los? Ach, guck mal, in der Police ist Licht. Jo, lass uns gehen wir mal dahin. Würde ich sagen, oder? Überall ist Licht, nebenan ist auch Licht. Hab's gesehen. Und eine Safe. Hier oben auch. Ja. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Weg hier. Ach guck mal, hier liegt einfach Kürbisse. Die liegen einfach nur hier oben so rum. Stark! Alter, das hört sich so krank an, ne? Wer auf wen? Ich weiß nicht. Oh, sorry, das war ich. Sorry. Opris? Oder hat Opris euch angeschossen? Nee, ich weiß gar nicht, wo es herkam. Doch, der schießt auf dich, oder? Einen habe ich zumindest. Holy shit, was ist hier los, Leute? Erstmal wieder zurück. Hat hier wirklich diese Opritz hier einen auf hard friendly gemacht? Ist er aber nicht. Hat hier wahrscheinlich Reason und hier den Rally gekillt. Ich komm rein. Alter, hab ich mich erschrocken. Jo, ich hatte CE-Fehler, ich war die ganze Zeit hier.
hier für eine satanische Beschwörung? Ihr werdet morgen alle Durchfall haben. Was hörst du für eine kranke Scheiße, Cortex, Alter? Was macht denn der jetzt? Nein. Warum? Habt ihr den Gott erwischt? Nein, der Gott ist bei uns oben, Percy. Der hat hier ein... Aber... Cortex hat sich gerade selber gekillt. Wie, warum? Eine Schweigeminute für Cortex. Jetzt verstehe ich das. Das war so ein satanisches Ritual oder so. Der hat sich geopfert, damit Satan kommen kann. Oh oh. Gleich alle tot. Steps bei uns. Yep. Die ist auf. Hey Dude! What you doing downstairs, man? Ah, das ist Cortex, oder? Oh Mann. Alter! Hey, das war mal eine japanische Zwillingsbeschwörung, Alter. Bist du wahnsinnig? Was war das für ein kranker Shit? Und warum hast du dich geopfert? Was passiert jetzt? Das willst du nicht wissen, das kommt erst später. Ach so. Er hat seine Brüder gerufen. Das glaube ich nämlich auch. Würde ich sagen, gehen wir los, oder? Wohin? Weiß nicht, vielleicht mal Richtung Balota oder so? So abgekämpft. Let's go. Ja, Swiss, kommst du mit, oder? Ich muss mich schnell verbinden. Party hoch! Ey, du scheiß Zombie. Na klar, einfach weg. Wer ist da vorne? Ja, weiß ich nicht. Eine verdammt gute Frage. Hat der eine Waffe? Ja, Alter, der hat eine VSD in der Hand. Wer ist denn das? Ich bin tot? Hä? Kurze Info hier an dieser Stelle. Ich wurde wohl von hinten erschossen. Da wurde ich wohl verwechselt und man dachte, ich wäre ein Gegner. Nichtsdestotrotz, ich habe mich natürlich wieder aufgelootet und habe den Percy in Komarovo wieder angetroffen. Nö, alles gut. Ah doch, Steps vorne im Bahnhof. Bambi läuft hier. Direkt hier über die Bahngleise. Hab ich doch gedacht, Schritte. Der läuft hinten zu dem roten Haus. Hier gegenüber im roten Haus. Ja, ist jetzt im Jamaika. Rot-grün. Achso. Oder zumindest in der Nähe. Ja, jetzt läuft er. Ja, ich hab ihn gesehen. Er läuft Kamenka Zelt Richtung. Da kommt noch ein anderer Spieler. Ich höre dich nicht, deine Maske. Ich habe gerade einen Spieler gefunden. Ich auch. Der war equipped. Lass mal hier weg. Schade, liebe Leute, da wollten wir natürlich jemanden einen Schrecken einjagen, aber das Ganze hat natürlich nicht funktioniert. Aber wir tryen das jetzt gleich beim nächsten noch einmal. Dann let's go. Aber oben über den Berg, oder? Ja, bitte. Ah, da vorne läuft ein Bambi auf der Straße. Hello. Don't shoot on the panel. Don't shoot. I don't shoot. Happy Halloween, my friend. Hello. So it's Halloween time, you know, week before Halloween starts. What we do with you? What we have do?
No, man. I don't know. No, man. Don't worry, man. Everything is good. How's your name? Big... What? Big Papui Fuego. Hey, bro, man. Do you need something? Thank you. Hey, wait. I give you something. Not really, yeah, take this one to eat. Can I come with you guys? Normally we play always two buddies, you know. Yeah. Take care. So when you walk this street, there is four, maybe five players. So take care. Four or five players this way. Yeah, but not in this town. Not in this town. This is Kamenka, you know. After this town, after this village, yeah. Is four or five players. Yeah. Okay. Are they friendly or no? Oh no, I don't think so, man. I mean, if you guys, I can help you guys if you want. I'm a pretty good shot. Yeah, no, man. So we walk to Komarovo and maybe Baloda, and we watch what we look what happened, you know. Yeah. All right, man. Oh, holy shit, man! Back. Get behind the building. Do you guys want me to go bait his shots real quick? I'll go bait for you guys. Oh my god, no, man! Oh. Why you do this? Vorne auf der Straße. Der ist irgendwo. Da. Wo? Zombie, der Zombie rennt aber. Ich push mal vor. Der ist im Gebäude. He's scared, he's over here. By this house right here in front of us. I got him. Nice. Patricolo, take his stuff, my friend. Und jetzt haben wir natürlich absolute Zombie-Action hier, by the way, liebe Leute. Da müssen wir natürlich erstmal ein bisschen aufräumen. Wirst du wohl schießen? Mal niedermachen, die Zombies. Was soll der Geiz? Alle mal ein bisschen niedermetzeln. Peng, peng, ins Gesicht, liebe Leute. Da wurde natürlich auf uns geschossen. Da mussten wir uns natürlich wehren. Komm rein. Oh, Percy, erschreck mich doch nicht so. Ich wollte gerade auf den Typen mit dem Motor schießen. Da bist du genau vor ihm gerannt. Oh, sorry. Ich bin fast erschossen. Oh, scheiße. Okay, ja, ich habe nur gesehen. Der Sandman ist auch noch hier als Zombie gerade. Oh. Der kam gerade hinter dem grünen Haus hinter mir an. I'm right here, guys, geredet. By the way. Ah, yeah, I see you looting this guy. Yo, buddy, we leave, man. So, good luck. Stay alive, man. Alright, yeah, you two guys, thanks. Oh, wait. I help you with the zombies. Yeah. Thank you, guys. Oh, no problem. Welcome, man. We help. We are the sheriffs from Chernarus, you know. Yeah. Oh shit, come on over. You guys wanna go push that? Genau da, wo wir hin. Yeah, I think we'll walk into this. Extra K744. Hallo. Hey, Sandman! Yeah, was ist hier los? Ja, okay. Toif, my English is not so good. My friend can talk to you. His English is not very well, you know, like the egg. Do you have a clip for this gun? What do you mean? Do you have ammo for this gun, the KA-74? Wait, I have to look. Oh no, sorry, I don't have any. Oh bro, no, sorry. I got always for the M4. Right. It's all good. Is this right, too okay. Friendly? You could. Yeah, I think Sandman, du bist ja friendly, ne? Absolut friendly unterwegs. Ich bin absolut friendly unterwegs, ja. Ich hätte mich gerade so von hinten erschießen können am grünen Haus, wenn er eine Waffe gehabt hätte. Alright, guys, ja. So we leave so now. Ich hätte dir einen feuchten Putzi geben können, ja. Oh nee, das wäre jetzt aber eklig gewesen. Dann nehme ich lieber die Kugel. Alles klar, das war das Stichwort. Wir hauen ab. By the way, bis dann. Ciao, ciao. Bye, man, bye. Ja, bye, bye. Viel Erfolg, ne? Mach dir man sieht sich. Ich sehe ihn. Patricolo ist vorne am Restaurant.
Vorsicht, linke Seite und rechte Seite sind zwei, Oh, ich habe so Angst hier jetzt. Das war gerade so dumm. Ich dachte, das wäre der eine Typ von gerade gewesen. Aber Zombie einfach. Ich push einmal hinten rein. Der ist hier drin. Patrick Kolo ist tot. Einer noch. Oh, das bist du. Wo ist der? Ich bin hier hinten. Der ist hinter dem Wirtshaus in dem braunen Haus. Ich komme. Ich bin tot. Ich bin hier ein bisschen auf dem Präsentierteller. Scheiße! 1000 Zombies da draußen. Waffe gehabt, gerade. Ich habe ihn nur gesehen, dass er eine ballistische Weste hatte, aber keine Waffe in der Hand und auch nicht auf dem Rücken. Unbedingt meine Position jetzt wechseln. Es bringt gar nichts, wenn ich jetzt hier. Aber ich sehe. Ich bin gerade an deiner Leiche vorbei. Ach, ein Bambi in Nöten. Der wird verfolgt. Ganz entspannt. Wo kommt der Schuss her? Ich mach lieber mal zu. Jetzt hoffe ich nicht, dass er hier reinrennt. Das wäre nicht so gut. Oh Gott, nein. Yo, Bro. Bleib draußen, Mann. Lass die. Ja, mach doch wenigstens die Türe zu. Nein. Ich helf dir. Hier. You welcome. Wieder mal wieder zumachen hier. Der blutet. Ich glaube, der merkt nicht mal, dass der blutet. Ist halt die Frage: Gehört der jetzt irgendwie zu dem, den ich da abgeknallt habe? I don't know. Scheiße, was geht denn hier ab? Keine Ahnung. Alter, hier geht's grad völlig ab, ne? Ich höre die Schüsse hier oben. Da ist ein Haus neben mir. Welches Haus bist du? Double Brown. Okay. Ah, da läuft er. Oben bei warte ganz kurz, Klassi, bitte. Mhm. Ist tot. Nice. Müsste tot sein. Nate. Ja, draußen auf der Straße rennt jemand. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist es dieser Quark, so mit dem ich gespielt habe gerade eben? Ja. Der hat eine Schaufel auf dem Rücken. Achso, dann soll er reinkommen. War das ein Engländer oder? Der hat gar nicht geredet. Wir können auch zurück in die Party. Mir egal. Okay, dann switch ich mal. Warte mal. Der. Warte mal. Okay. Warte mal. Wir machen da jetzt was Gag-mäßiges. Warte mal. Einfach mal dort ans Auto, wo er liegt. Jetzt fühlt er sich natürlich absolut beobachtet. Guck mal, hier das Ding anguckt. Völlig besessen. Wie er hingeguckt hat. Yo, Bro, man. Why are you standing in the light, man? Hey, you guys, into the forest. Don't shoot at us, man. Ja, dass der kein Aim auf mich hat. Okay, der kommt jetzt reingerannt. Vorsicht, da kommt einer. Ach so, das ist der. Hast du ihn getötet? Nein, nein, der fliegt. Da ist noch einer.
Türe war ich. Oder hast du gerade die Waffe weggesteckt? Ja, hab ich. Ja, okay. Geh da weg. Geh da weg. Du sollst da weggehen, Mann. Jetzt hat eine Granate gezündet. Rechts von uns, links von uns. Richtung Kiosk. Bin gerade am gucken, ob ich ihn sehe. Das waren keine Zombie-Steps. Ja, Spieler am Auto. Steigt ein. Push. Okay, pushen. Push. Der fährt sonst weg. Ist tot. Wie ist er denn? Lass schnell weg. DJ Storm. Ah, okay. Lass gleich mal weg hier wieder. What the fuck, was geht hier ab, Alter? Wir rennen hier raus, töten einfach jemanden, der ins Auto einsteigen will. Kranker Scheiß. Alter, jetzt gehen die Zombies halt voll drauf, ne? Aufs Auto? Holy moly, Macaroni. Da sieht man's, liebe Leute. Die Zombie-Fratzen, oder besser gesagt, die Kürbis-Fratzen, die sitzen jetzt an der Leiche hier. Holy shit. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir wurden in diesem Haus beschossen und wir wussten nicht ganz genau, woher der Schuss kam. Aber danach haben wir den Schützen ausfindig gemacht. Ah ja, da ist einer in dem Haus. Direkt vor uns. Okay, let's go. Geht's noch? Ja. Den pushen wir weg, Alter. Oder wir sterben. Wer weiß das schon, liebe Leute. Aber niemand schießt auf uns und denkt, er kommt damit durch. Nur eine gute Frage, wo. Ah, hier vorne das Haus. Genau das da vorne. Das ist geradeaus? Muss das gewesen sein? Wenn ich jetzt nur wissen würde. Oder war das ein Haus weiter? Ja, das ist safe. Okay, let's go. Garage ist safe. Hier ist auch. Sieht mal safe aus, soweit. Ich push rein. Safe. Der Scheune hier drin. Ich laufe mal wieder zurück zum normalen Gebäude. Zum Green? Zum normalen Gebäude an der Stelle, ganz klar. Das sind ja alles ganz normale Gebäude. Dann sag doch gleich nach Hause. Ab nach Hause. Wir campen jetzt hier. Wir sind hier im. What the fuck? Das Haus hat sich gerade erst aufgebaut. Ist aber keiner oben drin. Das Beige hier ist zu. Warum? Hä? Das haben wir doch offen gelassen. Ja, aber von der Seite, glaube ich. Ja, ist offen. Hä, wo ist der jetzt hin? Was ist das vor mir? Spieler vor mir. Nicht. Spieler vor mir. Ja, hier in Bambi. Oh, nee, der hat eine Skimaske auf. Wenn dir. Nee, machen wir nicht. Warte mal. Guck, wie der guckt! Was bist du denn? Im Restaurant! Komm rein. Hello, buddy! Do you have a mic? Hello! Yo, bro! What you have in your face, man? This looked like a little bit creepy, you know? That's creepy, man. Halloween. Happy Halloween! Okay, bro, so... Time out, man! We have to go! We have to kill some people! I hope you survive, man! Good luck! You are my buddy jetzt! Buddy jetzt, vor allem Ding! Buddy now! Let's go! Bye-bye! Dass mal keiner hier drin ist. Hm. Tatsächlich, Balota Airstrip ist tot, oder wie? Muss man drauf achten, ob irgendwelche Spieler oben auf den Dächern sind. Dann kannst du einen 300er Kill machen. Ich versuche das gerne immer von oben nach unten. Wir können ja gleich zu den Hochhäusern hoch. Wenn da gerade eben Schüsse waren, können wir auch mal hoch. Die Schüsse. Ach,
Gerade jetzt sind wieder Balota, ne? Meinst du, die waren hier oben bei den ganz hoch, großen Hochhäusern oder eher hier die kleineren? Na, weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt erstmal hier auf die kleineren gehen. Vielleicht waren es auch sogar Wölfe, auf was sie geschossen haben. Kann sein. Komm, wir gehen gleich mal hier auf das erste Hochhaus. Scheiß drauf. Wenn jetzt hier da oben jemand ist, bin ich tot. Ja. Problem ist, genau jetzt kann ich nicht mehr nach oben schießen, weil dann würde ich dich treffen. Also da ist schon mal keiner, Türe ist zu. Komm hoch. Ich mach die Türe mal auf hier. By the way, liebe Leute. Spieler. Hier oben? Ja. Der ist in einem anderen Hochhaus. Hm. Ah, da ist er. Ja, der steht auch da dahinter. Aha. Die Granate hat nicht gezogen. Pushen gehen. Hä, dann was ist denn das? Seite des Hochhauses. Ah, nee, der gibt auf. Der, warte mal kurz. Der zeigt seinen Arm. Gut, er zeigt einen Daumen nach oben. Kannst du uns da hinten hören? Wow. Ja, der schießt auf meinen Arm, die dumme Drecksau. Der will erst aufgeben und dann sowas, oder wie? Versucht die Leiter runter zu laufen und dann ist er tot. Das sind zwei, da oben. Jetzt habe ich die ganzen Zombies, scheiße. Okay, der muss so hart bluten oder ist dead. Ich weiß es nicht. Scheiße, sind hier viele Zombies. Ich muss schießen. Ich schieße. Ja, mach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt unconscious ist, weil ich nur seinen Arm getroffen habe. Aber den hat er auf jeden Fall gespürt. Alter. Nee, der ist immer noch da. Ey, verdammt, das sind zu viele Zombies. Okay, ich bin oben im Eingang, meine ich. Der ist immer noch da, Vorsicht. Der ist immer noch hinten. Hinten dran. Ich glaube, das sind zwei. Ich gucke jetzt erstmal hier unten die Wohnungen nach. Nicht das. Oh, der ist reingepusht, der ist reingelaufen, Vorsicht. Oben? Ja, der ist oben wieder reingelaufen. Du bist in der Wohnung, ne? Ja, ich bin in der Wohnung hier unten. Unter der Okay. Etage. Okay, Vorsicht, wenn Vielleicht du jetzt die Leiter. Fenster jetzt. Wenn du jetzt die Leiter benutzen willst, da wartet er auf dich. Ich kann auch jetzt nicht so hochgucken, der tötet mich. Nee, das kannst du vergessen. Der hat perfektes Aim. Ich seh den Waffenlauf. Wir hatten jetzt gerade eben leider Percy und ich gleichzeitig einen CE-Fehler, was natürlich merkwürdig ist. Aber wir belassen es einfach dabei. Yo, Bro, man. Hello? Hey, Buddy. I can hear you, man. Ah, Opritz, was geht ab? Was machst du denn da oben? Ich hab nur gesehen, dass andere zwei oben auch nur raus waren und wollte einen kleinen Besuch abstatten. Mehr nicht. Aha. Ey, kann das sein, dass du auch vorhin bei Lothar unterwegs warst, City, so vor einer Stunde oder so, und hast zwei Hits kassiert? Nein. So. Ja, nee, alles cool. Okay. Ja, ihr seid zu zweit da oben, ne? Ja, ich bin alleine, meine Jungs sind in der Base, die bauen da gerade rum. Guten Abend. Aha, okay. Ja, hier, weil du den Daumen rausgestreckt hast, dachte ich mir, hey, okay, friendly. Und plötzlich wird geschossen. Ja, das war keine Ahnung, so ein Experiment zum ersten Mal. Daumen einfach mal rausstrecken, gucken, was passiert. Es war definitiv lustig, muss ich sagen, ja. Sah interessant aus. Ich hab dir mit der La voll in den Arm geschossen. Ja, Mann, du hast meine Hand gebrochen. Das finde ich nicht das, cool. Du hast safe, hast du jetzt rotblinkendes Leben, ne? Nein. Nein? Also nur gelb?
Ich hab nur einen Balken verloren. Ist immer noch weiß. Hälfte. Räudiges Spiel. Bohemia, Alter. Wann kriegt ihr das endlich in den Griff? Ey, okay. Was ist jetzt? Habt ihr auch Zählfehler bekommen, ja? Ja. Zeitgleich haben wir den gerade bekommen. Ey Jungs, aber guck mal, ihr habt bestimmt Bock auf einen Boxfight, ne? In den Boxring. Wo hast du einen Boxring? Ja, jetzt das wissen, schon ja. Gut was vorbereitet. Hast du das? Ja, können wir machen. Willst du mitkommen? Okay, dann warte kurz. Ich sag meinen Jungs Bescheid, dass ich mit euch zwei vorbeikomme und ich dann mit dir einen Boxring starte, ja? Ihr habt wirklich in eurer Base habt ihr einen Boxring gebaut? Jo, wenn wir den nicht abgebaut haben, dann, jo, warte kurz, ich geh mal Party. Ja, geil. Nein, ich bin richtig schlecht da drin, ne? Soll ich für dich übernehmen? Nee. Aber ich bin auch nicht der Beste. Ich mach das. Ich muss euch leider enttäuschen, die Jungs haben alles umgebaut. Nein, das hätte man so gerne gesehen. Ja, ich schwöre, das glaube ich euch. Der war so perfekt wie so ein Oktagon. Ne gut, dann wir machen uns mal auf den Weg. Ich merke gerade, ich habe immer noch blutige Hände. Stabil. Hier eine Wasserflasche. Warte, ich hab. Okay, und dann. Ja genau, leer es aus. Ne? Ja cool. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Also ich schreibe nochmal Discord. Ich würde Discord nochmal reinschreiben wegen Octagon, ne? Also wenn er fertig ist und dann schreibt mir einfach mal PN bei Playsy oder sonst wo und dann. Dann hauen wir jetzt alles mal ab. Cool. Gut, Jungs. Dann haben wir das hier nochmal friendly gelöst. Jo, ebenso. Also mach's gut. Jo, that's Daisy. Ciao, ciao. Mach's gut, jetzt schönen Abend hier. Jo, Jungs, euch auch dabei, ciao. Ciao, ciao. Kurze Info hier an dieser Stelle. Wir haben Schüsse von Balota Airstrip gehört und haben uns dann natürlich gleich wieder auf den Weg nach unten zur Küste gemacht. Bevor wir jetzt reinrennen, ich guck mal kurz Main-Gebäude. Alter, was geht denn da oben jetzt ab? Ist das Balota Stadt gewesen? Nee, das war hinter uns an den Hochhäusern. Hat sich für mich vor uns angehört. Echt? War für mich vorne, hinter uns. Okay. Ich push mal vor zum ersten Panzer oder so. Ich komm mit. Ich renne jetzt links am Main-Gebäude, ja. Muss noch ein paar Sekunden warten. Ja. Okay, bin durch. Okay. Und da drin geht's ab. Ja. Andere Seite rum, oder? Die können uns aus dem Fenster dich da wegsnipen. Ich gehe andere Seite lang. Ich geh durch die Halle, ich probier's. Bin durch. Bin auf der anderen Seite jetzt. War das in der Halle oder war das hinten an den Zelten? Ich guck die Zelte nach. Vorsicht. Die ersten Camouflage-Tower. Die müssen an den Zelten sein. Camouflage Tower ist safe. Okay, ich push rein. Da ist einer. Bitte. Oh, am Zelt, bei mir. Wo? Ich komm. Welches Zelt? Hinteres Zelt oder vorderes Zelt? Direkt am LKW, direkt gegenüber vom LKW. Alles klar, ich bin an den Fenstern direkt am LKW. Ja, ich sehe ihn. Bist du das? Nein, ne? Ich weiß nicht, ob er umgefallen ist. Hier ist noch einer drin. Der ist nicht umgefallen, ne? Vorsicht. Doch, der liegt hier. Nice. Hast ihn. Stark. Ja, liegt hier. Bist du sicher, dass das nur einer war? Weil du gerade gesagt hast. Nein. Okay, ich mach kurz die Zombies alle. Aber die hat einen. Da vorne oder so. Mein Herz. Meinst du, das waren die? Ich glaube weniger, oder? Oh nee, das dafür sind so weit schon da hinten. Das wäre zu schnell, ja, wollte gerade sagen. Zehn Minuten haben wir noch, ne? Dann müssen wir wieder hinten sein. Hier ist eine Leiche. Hier liegt ein Spieler. Ja. Da ist ein Spieler auf der. Hab ihn. Ist dead. Hab ihn. Uff, nice. Aber ich Lass kurz weg. Lass wieder nach hinten. Scheiße, was war denn das da gerade, bitte? Direkt vor uns! Hast du ihn? Nein, lebt noch. Ja. Ah, ne, ist der. Der ist tot.
Ani 88, okay. Oh Gott, was ist denn hier los? Aber das waren zwei, ne? Da müssen wir aufpassen. Ich loote hier jetzt nicht mehr, das kannst du vergessen. Nee, ich auch nicht. Dann verrecke ich wieder, wenn ich mich hinlege, um zu looten. Und ich bleib stehen und bleib am Leben? Ja, so ungefähr. Oh, Spieler unten auf dem Feld. Richtung Sandbags. Im Busch. Ist dead. Okay, super. Hey, sollen wir vielleicht kurz die Biege hier machen, Percy? Vielleicht nur mal ganz kurz durchschnaufen. Das. What the fuck? Was ist hier los? Bist du runter schnell? Ja, geschwind. Einmal kurz durchatmen. Den hast du jetzt auch noch echt den Arsch aufgerissen. Alter Schwede, was war da los? Ich hoffe nur gerade, dass ich den ersten wenigstens erwischt habe oben. Sonst hast du echt alle auf einmal weggeholt. So, liebe Leute, wir werden dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid, über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Und ich hoffe natürlich, dass es den einen oder anderen dieses Halloween-Event gefallen hat. Nicht nur beim Zusehen, auch an diesen Tagen mitzocken. Wie gewohnt, hier in der Endscreen habe ich euch wieder andere Daisy-Videos verlinkt. Schaut doch mal da vorbei, vielleicht findet ihr da das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.